Vielleicht stelle ich mich erstmal vor, ich bin Betül Cinar, ich komme aus Braunschweig, ich bin seit 2013 sozialpolitisch aktiv und begleite euch heute als Moderatorin für die Session über Prävention und Suchtberatung für Anbauvereinigung. Genau, deswegen werde ich euch gleich eins nach dem anderen unsere SpeakerInnen vorstellen, die einen kleinen Impulsvortrag auch für euch vorbereitet haben, die auch sehr, sehr spannend sind und auch für unsere zukünftigen Anbauvereinigungen und CSCs auch sehr, sehr essentiell sein werden. Wie ihr mitbekommen haben, brauchen wir ja auch Präventionsbeauftragte, die in jedem CSC auch dabei sein sollte und auch zum Selbstverständnis gehören sollte. Und weshalb wir darüber auch heute sprechen werden. Da haben wir auch ganz persönliche, spannende Persönlichkeiten auch dabei. Ich stelle erstmal einmal ganz kurz vor, danach kommt nochmal eine genauere Vorstellung, nur dass ihr einmal das gehört habt. Und zwar haben wir erstmal Dina und genau, Dina Hoppe. Vielen Dank. Und sonst haben wir auch Fabian Steinmetz und Rüdiger Schmolke. Genau. Und als erstes, nur dass ihr einmal den Ablauf einmal wisst, wir werden gleich anfangen mit den Impulsvorträgen, dann könnt ihr auch eine kleine Zwischenfrage stellen, aber dann nur direkt zur Präsentation, aber falls ihr Fragen direkt zum Thema auch habt und im Allgemeinen haben wir zum Schluss noch eine Fragestellerrunde sozusagen. Also könnt ihr gerne euch Notizen machen, aufschreiben und die Fragen am Ende stellen. Genau, als erstes würde ich gerne den Dr. Fabian Steinmetz nach vorne holen, der auch über die, jetzt können wir auch die Präsentation übrigens anmachen, genau, vielen Dank, der über Prävention und Sicherheit sprechen wird, über risikoarmen Konsum, wie man auch Safer Use benutzen kann und wie man auch sich schützen kann, eben vor toxikologischen Einführungen. So, genau, vielen Dank, einen Applaus bitte. Vielen lieben Dank. Genau. Ich muss da so ein bisschen. Genau, aus Darmstadt. Danke auch erstmal aus speziell dem Support aus Darmstadt. Kann man mich gut hören? Sehr gut. Ja, ich bin erstmal hier so ein bisschen der Buhmann, weil ich erzähle euch erstmal was von den ganzen schrecklichen Dingen, die Cannabis so tun kann. Aber bevor ich da anfange und ihr anfangt, einen Buh zu rufen, denkt bitte dran. Erdnüsse sind für mich ein ganz tolles, gesundes Lebensmittel. Ja? Für andere Menschen sind Erdnüsse das pure Gift. Es gibt individuelle Unterschiede bei Menschen und das darf man auch bei Cannabis nicht vergessen. Auch wenn man selber gut, also nie gewisse Nebenwirkungen feststellt, gibt es Menschen, die Probleme haben. Deshalb, denkt bitte daran, mir geht es wirklich nicht darum, irgendwie Cannabis schlecht zu machen, aber den einzigen Konsens, den es ja gerade zwischen Aktivisti und Prohibis gibt und ich sag mal dem gemeinsamen Mittelfeld ist, mehr Aufklärung. Ja, das ist die einzige Gemeinsamkeit, wo jeder sagt, ja Mann. War noch nicht zu Ende. Aber was der Inhalt dieser Aufklärung ist, da scheiden sich die Geister, weil für die Prohibis sind das irgendwelche Horrorgeschichten. Und ich versuche mich mal wirklich auf die Dinge zu beschränken, in wenigen Slides, die Risiken, die auch wirklich, ich sag mal, eine gewisse Realität haben, beziehungsweise auch anzumerken, wo es halt so ein bisschen fehlt. Und deshalb gehe ich halt ein bisschen ein auf, welche Risiken gibt's, also psychischer Natur, physischer Natur, aber auch für Dritte. Und natürlich, wie kann man die adressieren? Also Strategien zur Risikominimierung, was Konsumformen, Produkte, Konsummuster, diverse Erkrankungen angeht. Aber auch Stichwort niedrigschwellige Hilfsangebote oder auch, was man selber in dem Kontext tun kann. Und natürlich auch sich selbstbewusst machen, wir haben noch keine Legalisierung, also auch Schutz vor Strafverfolgung oder anderen behördlichen Schikanen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auch das gehört zum Thema Sicherheit und Prävention eigentlich dazu. Also, welche Risiken gibt es denn bei Cannabis? Was so das Psychische angeht, akut, Menschen kann es akut schlecht gehen. Menschen können sich unwohl fühlen. Menschen können Ängste entwickeln, Paranoia und so weiter in unterschiedlichen Ausprägungen. Also ein bisschen was kann wahrscheinlich jeder mit relaten, aber so krass, dass man deshalb in die Klinik muss, das ist was, das erfahren nicht viele, aber das erfahren Menschen und das muss einem bewusst sein. Aber auch chronisch können beispielsweise Depressionen oder Angststörungen verschlimmert werden oder Abhängigkeitserkrankungen können entstehen. Oder auch psychotische Episoden können entweder getriggert werden oder verschlimmert. Nicht direkt verursacht, weil das halt eine multifaktorielle Geschichte ist.
Aber das sind Dinge, die können auf jeden Fall passieren, auch wenn sie relativ selten auftreten. Also zumindest das mit den psychotischen Episoden im Vergleich zu dem, wie ja, die Presse das gerne kommuniziert. Ganz spannendes Thema in dem Kontext ist Selbstmedikation mit Cannabis. Ja, auch bei psychischen Erkrankungen, wie auch eine Depression. Ja? Es ist kein Widerspruch, oder eigentlich doch, aber es wirkt wie ein Widerspruch, dass man auf der einen Seite durch starken Cannabiskonsum man eine Depression verschlimmern oder verstärken kann, auf der anderen Seite, dass man auch Cannabis bei einer Depression einsetzen kann. Aber da ist wirklich mein Rat, das mit therapeutischem Fachpersonal zu eruieren. Also weniger, gerade wenn man wirklich starke psychische Probleme hat, weniger Selbstmedikation, sondern wirklich mehr mit einem Fachmann oder Fachfrau, Psychologe, Psychiaterin, was auch immer. Und im Zweifelsfall auch ruhig mal ein bisschen weitersuchen. Es muss ja nicht immer der oder die Hausärztin sein. Genau. Welche physischen Risiken gibt es durch Cannabis? Stichwort Lungenerkrankungen. Um das mal so ganz einfach darzustellen, sodass man sich das wirklich gut merken kann. Also das ist eine künstlerische Darstellung. Hier ist auch keine Einheit und so weiter. Aber dass man einfach weiß, durch Essen hat man im Prinzip kein signifikant erhöhtes Risiko für irgendwelche Lungenerkrankungen. Verdampfen ist es theoretisch möglich, weil auch dort nimmt man schon Schadstoffe auf. Und es ist auch so, dass viel von diesen Harzen auch bei uns in der Lunge kondensiert. Und dann stellt man dort auch Lungengeräusche fest und so weiter. Das kann auch gewisse Entzündungsprozesse verstärken, während es wiederum therapeutisch bei anderen auch Entzündungsprozessen teilweise sogar heilsam sein kann. Also das ist schwierig zu verallgemeinern, aber Verdampfen, gerade bei hohen Temperaturen und bei großen Mengen, ist auch ein Risiko für Lungenerkrankungen, COPD, aber auch ein Lungenkrebsrisiko. Auch wieder, das ist eine sehr geringe Erhöhung. Deutlich höher ist es natürlich beim Rauchen ohne Tabak und noch deutliche weitere Erhöhung ist natürlich beim Rauchen mit Tabak. Weil einfach Tabak nochmal ein paar besonders schädliche Stoffe während der Verbrennung und Pyrolyse entstehen. Beziehungsweise teilweise sind sie auch, wie zum Beispiel die tabakspezifischen Nitrosamine, ja, heißen tabakspezifische und nicht cannabisspezifische. Das ist halt eine Substanzklasse, die besonders toxisch ist und halt mehr in Tabak vorkommt oder nicht in Cannabis normalerweise festgestellt wird. Dann gibt es schwer zu quantifizierende Risiken. Also das sind alles Dinge, wo es mehrere Studien mit verschiedenen Designs gibt, wo ein Zuwachs am Risiko für gewisse Pathologien man ziemlich gut zeigen kann. Aber wir sind trotzdem statistisch in einem Bereich, wo wir auf der einen Seite eine Signifikanz zeigen können, aufgrund von Big Data und so weiter. Aber es ist schwierig, direkt zu sagen, ja, wenn man so und so viel kifft, dann erhöht man sein Risiko um das Doppelte oder so. Es ist oftmals auch weniger. Das heißt, man erhöht vielleicht ein Risiko, was so schon relativ klein ist, um 20%. Und genau, was solche Geschichten angeht, ist im Bereich Herz- und Gefäßerkrankungen, dann Hodenkrebsrisiko, dann was man, ich sag mal, bei sehr starken KonsumentInnen des Öfteren schon entdeckt hat, ist dieses Hyperemesis-Syndrom, also dieses so ein Brechzwang im Prinzip, dass man sich halt permanent übergibt. Auch noch nicht so lange dokumentiert und da gibt es auch noch viel Forschungsbedarf, aber es ist auf jeden Fall wichtig, darüber zu informieren, dass Menschen, die sich permanent übergeben sind, dass sie das in Erwägung ziehen und die entsprechenden therapeutischen Maßnahmen dann zusammen mit einem Arzt beispielsweise angehen. Und ein Thema, das ist halt mehr relevant für Grower, Kontaktdermatitis. Also ich habe neulich mal eine Umfrage gemacht, haben fast 2000 Leute mitgemacht, also ist nicht statistisch repräsentativ, aber da war mehr als jeder Zehnte oder jede Zehnte betroffen von Hautrötungen, wenn man die Pflanze anfasst. Und da kann man auch darüber reden, inwieweit man da sich schützen sollte oder auch welche Strains da besonders relevant sind. Genau. Welches Risiko gibt es für Dritte? Grundsätzlich gilt, Rauch enthält immer Schad- und Wirkstoffe, aber auch zahlreiche intensiv riechende Terpenoide. Ein richtiges Gesundheitsrisiko, was wirklich messbar ist, tritt dann auf, wenn man wirklich den Rauch vor sich sieht. Also wenn hinten jemand im Park raucht und ich fahre, keine Ahnung, mit dem Kinderwagen dem Park hier entlang, ist der Rauch da hinten, stellt keine Gesundheitsgefahr jetzt für mein fiktives Kind.
da. Das muss schon wirklich direkt der Rauch vor jemandem sein. Oder in Innenräumen. Dann ist es, hängt es so ein bisschen davon ab, entweder wenn man über eine sehr lange Zeit in einem Raum ist, wo geraucht wird, dann kann auch eine niedrige Konzentration schon schädlich sein. Oder entsprechend hohe Konzentration bei einer kurzen Verweildauer. Ein klassisches Beispiel, was aber mehr auch Tabak betrifft, ist das Rauchen im Auto. Weil das ist wirklich ein sehr kleines, abgeschlossenes Volumen, wo halt wirklich ein Großteil von diesen Schadstoffen erstmal in dem Raum bleiben und die dann passiv von Dritten eingeatmet werden können. Also dieses Risiko für Dritte muss einem bewusst sein, aber auch das Aufklären, dass, hey, nur weil es hier nach Weed riecht, ist jetzt hier die Luft nicht toxisch. Also diese Info kann man auch mal hier und dort geben. Genau, das habe ich hier versucht auszudrücken. Kein signifikantes Risiko für Dritte bei typischem Konsum draußen und bei dem reinen Geruch. Genau. Aufklärung über Konsumformen, die relativ sicher sind. Das ist natürlich das Verdampfen. Deutlich weniger Schadstoffe als beim Rauchen, also beispielsweise mit einem Vaporizer. Es ist auch eine deutlich geringere Belästigung für Dritte, weil es einfach weniger intensiv riecht. Und es ermöglicht ein Herantasten an die entsprechende Wirkung in relativ kleinen Dosiermengen. Und natürlich, es gibt auch durchs Vapen schon ein Risiko dadurch, weil es halt einfach so smooth ist und so leicht geht, dass man das dann eher in den Alltag integriert. Und das ist natürlich wieder ein Faktor, der bei Abhängigkeitserkrankungen eine Rolle spielt. Also idealerweise versucht man es immer so ein bisschen, Konsumpausen und ein bisschen es vom Alltag zu trennen, wenn man das vermeiden möchte. Da gibt es aber auch noch eine Ausnahme, die ich gleich nochmal kurz ansprechen werde. Ansonsten, auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass eigentlich Edibles so die am wenigsten schädlichste Konsumform darstellen. Aber man muss halt wirklich den Wirkstoffgehalt von dem Produkt kennen und man muss auch wissen, was der eigene Bedarf ist. Und das ist wirklich nicht immer gegeben. Also wenn man mal jemanden in die Runde fragt und so, wie viel Milligramm THC brauchst du so? Und genau, deshalb, und natürlich auch das Risiko für Überdosierung, also versehentliche Dosierung Dritter, dadurch, dass man Edibles irgendwie schlecht verstaut hat, das muss auf jeden Fall auch adressiert werden. Das ist eins von den wenigen Statistiken, die epidemiologisch schlechter werden in legalisierten Ländern. Also dort nehmen solche Vergiftungen, also gerade so Kleinkinder, die wirklich sehr starke Edibles nehmen, nehmen leider zu. Deshalb bin ich in diesem Teilbereich auch für relativ strikte Regulierung. Und genau, Aufklärung über Konsummuster und Erkrankungen. Grundsätzlich, je seltener man konsumiert, desto geringer das Risiko für Erkrankungen. Dennoch ist ein unproblematischer, regelmäßiger Gebrauch, insbesondere am Wochenende oder am Feierabend, eher die Regel als die Ausnahme. Und natürlich, wenn es eine medizinische Indikation gibt, gelten natürlich diese Tipps nicht in dieser Form. Ja, ich möchte niemanden dazu bewegen, der es bei einer Erkrankung, sein Cannabis braucht, irgendwie nur um sich selber zu beweisen, dass er irgendwie mal zwei Wochen nicht am Stück konsumieren muss. Das ist jetzt hier nicht die Intention von Prävention, insbesondere nicht im Kontext von Anbauclubs. Genau, niedrigschwellige Hilfsangebote. Wenn man sich nicht sicher ist über die Qualität, Drug-Checking, insbesondere was das Thema synthetische Cannabinoide angeht, also Synthetic Cannabinoid Receptor Agonist, dann ehrliche und regelmäßige eigene Konsumreflexion ist auch immer relativ hilfreich. Aber auch Freunde und Bekannte anzusprechen, wenn man denkt, hey, du konsumierst ein bisschen viel, hey, du lässt andere wichtige Dinge schleifen. Und bei Bedarf konventionelle, aber auch digitale Hilfsangebote nutzen. Dazu hören wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr. Und natürlich sich selber auch rechtlich schützen. Also Konsumverbote, also wissen, welche Konsumverbote es gibt und wie man auch das Verkehrsrecht entsprechend interpretiert, dass Jugendliche keinen Zugang haben dürfen und ja, so ein paar Basics, ja, Stichwort Aussageverweigerungsrecht. Und natürlich, der beste Schutz ist natürlich Prävention, politische Prävention in die Zukunft und das ist, indem wir weiter für eine Legalisierung kämpfen, weil aktuell sind wir eigentlich nur in dem Status Entkriminalisierung und in diesem Sinne, vielen Dank und ich gebe gerne das Mikrofon weiter.
Jetzt? Okay, sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Worte, Fabian. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wie alles im Leben hat alles Vor- und Nachteile. Es gibt immer, also wir sind alle individuelle Menschen, deswegen müssen wir uns damit auch beschäftigen und können nicht kategorisch sagen, okay, alle Kiffer sind so und alle, die das konsumieren, sind auch so. Und das wirkt dann auch so, deswegen müssen wir uns da auf jeden Fall auch informieren. Ich habe ihn auch gerade nicht richtig vorgestellt, weil ich habe ein bisschen mich mehr vorbereitet, als ich musste, wollte mich ein bisschen abkürzen und habe das dann sehr kurz gemacht. Aber es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass er auch Toxikologe ist, also auch in einem sehr Expertisenbereich ist und darin auch forscht in den Bereichen, dass er da auch diese, genau, und ich würde jetzt gerne auch eine Zwischenfrage, oder? Gerne, warte. Ja, okay, aber schneller. Wie schätzt du das faktische Verbot von Edibles durch das KNG ein? Also ich bin Gegner von dem Edibles-Verbot. Es wird dazu führen, dass Leute selber Edibles für sich produzieren, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich denke, ein regulierter Verkauf wäre auf jeden Fall sinnvoll. Nur bei dem, was wirklich Retail verkauft wird, wäre ich halt für Regeln à la Kanada. Dass man halt einfach weiß, hey, in einem Stück ist nicht mehr als 10 Milligramm drin, also oder pro Gummibärchen. Dass man einfach das so ein bisschen, damit halt diese massiven Überdosierungen, wenn auf einmal 50 Milligramm pro Gummibärchen und dann in der Packung sind 100 Stück drin, und dann auf einmal Kleinkinder das in die Hand kriegen und mit Atemlähmung ins Krankenhaus kommen. Dinge, die man vor 10 Jahren noch nicht gekannt hat bei Cannabis. Deshalb, also ich bin grundsätzlich für Edibles, aber ich würde halt den Retail-Markt für Erwachsene würde ich trennen von dem Markt für Kanasseure und Nerds, das heißt innerhalb von Clubs. Da denke ich, sollte es Möglichkeiten geben, auch hochpotente Edibles oder auch DIY-Kits, wo man zum Beispiel Extrakte selber in seine Muffins dosieren kann mit einer Milliliter-Skala und das dann dementsprechend berechnen kann, damit man nicht nur, weil man gerne hohe Dosen Edibles nimmt, davon nicht zu dicken Bauch entwickelt. Also grundsätzlich positiv, aber dennoch die Risiken mahnend. Mahnend. Nur kurz die Frage, es wurden auf die physischen Risiken für Dritte eingegangen. Was ist mit den psychischen Risiken für Dritte? Gibt es da irgendwas, was man dazu sagen kann? Na, zum Beispiel die Betroffenheit von zum Beispiel Eltern, wo die Kinder zum Beispiel viel Cannabis konsumieren und die Eltern einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und halt ihre mentale Gesundheit dadurch auch mit irgendwie reingezogen wird. Also gibt es da irgendwelche Sachen, wie man denen zum Beispiel helfen kann? Ja, also ich würde das hier jetzt kategorisch einordnen bei im Prinzip einer Folge von einer psychischen Erkrankung, die aber ja nicht bei der dritten Person ist, sondern bei der konsumierenden Person. Deswegen ist es dort erstmal abgedeckt und der Sinn natürlich ist in dem Moment, wo sich Menschen Hilfe nehmen, egal ob es jetzt mehr ins Ärztliche, Psychologische oder Sozialarbeiterische geht, dort sollten ja eigentlich genau diese Themen angesprochen werden, von wegen, hey, ich kiffe und habe jetzt hier Probleme mit Führerscheinstelle oder mit Jugendamt und so weiter. Das sehe ich da auf jeden Fall eigentlich mit abgedeckt. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt, den man adressieren sollte. Also. Okay, wir hatten auch gerade das Wort Sozialwissenschaft. Kannst du deine Frage merken oder ist es direkt dazu was? Okay, dann nehmen wir die noch einmal. Dann. Also es ist weniger eine Frage, sondern ein Hinweis, was du noch in deiner Liste mit aufnehmen könntest. Cannabis ist immunrepressiv, was für manche Menschen definitiv nachteilig ist. Und Cannabis verstärkt den Histaminausstoß, also verstärkt Allergien. Das würde, finde ich, in deiner Liste noch, müsste noch mit rein. Ja. Also die immunsuppressiven Wirkungen, die sind nicht so stark, wie man meint. Also es gibt Statistiken darüber, inwieweit zum Beispiel Infektionserkrankungen und so weiter zunehmen. Da gibt es jetzt ja spannenderweise keine großen Unterschiede. Die meisten immunsuppressiven Effekte, die man so über den Mechanismus CB2-Rezeptor und so weiter gefunden hat, die sind eher In-vitro-Typ. Das heißt, die sind spannend für die Medikamentenentwicklung, aber jetzt unabhängig davon, dass natürlich Individuen Cannabis nicht vertragen oder es ein Trigger sein kann für Erkrankungen, auch Autoimmunerkrankungen, ja, ist es jetzt keine direkte Folge vom Cannabis. Deshalb würde ich es so nicht einordnen. Ja, deswegen ordne ich das ja ein. Danke. Vielen, vielen Dank auch für die Zwischenfragen.
Genau, das ist auch sehr, sehr wichtig. Danke auch für deinen Vortrag, für deinen Impuls. Ich hoffe, ihr könntet da auch einiges mitnehmen, weil es auch, wie gesagt, auch wichtig ist, dass wir darüber auch sprechen und nicht nur über die verblümten schönen Seiten. Und er sagt ja auch schon, dass er mit dem Thema anfängt. Wir werden jetzt weitergehen mit Rüdiger Schmolke, Sozialwissenschaftler aus Berlin-Spandau. Arbeitest ja auch ganz wieder in Richtung Drogenberatung, zurzeit auch bei der Berlin-Hilfe e.V. Und bist ja auch zurzeit auch als Dozent aktiv und wirst auch heute über die Präventionsmaßnahmen auch sprechen, wie man auch stigmafrei Suchtberatung überhaupt anbieten kann. Genau, vielen Dank einmal. Okay. Da war was. In Spandau war ich, glaube ich, dreimal in meinem Leben oder sowas. Potsdam, aber mach nichts. Ich wohne seit 15 Fehler. Jahren in Potsdam. Rüdiger Schmolke, ich bin Politikwissenschaftler eigentlich von Haus aus, aber seit 28 Jahren habe ich zuletzt nachgerechnet im Drogengeschäft. Aber eben in der Drogenarbeit, ich bin aber so ein gewisser Ausleger der Drogenarbeit. Man verbindet damit ja meistens so Suchthilfe und so, ne? Menschen irgendwie beraten, denen es ganz schlimm geht und so weiter. Sowas habe ich auch mal gemacht, auf jeden Fall. Aber ich bin eher so der Mensch, der, ich kann mich bloß nicht irgendwie beim Reden, irgendwie dachte ich, ich krieg's gleich hin. So, warte, ich glaube hier, ne? Ja. Wäre jetzt eigentlich soweit. Okay, aber ich bin irgendwie nicht so was ganz Typisches, sondern bin ich mal über die Partyszene eigentlich in Drogenaufklärung eingestiegen. Es ging mir immer vordergründig um Safer Use, um Freizeitkonsum, viel Partyszene, auch synthetische Substanzen und so weiter. Da mache ich immer noch sehr viele Trainings und Veranstaltungen und sowas. Aber auch so mit Gruppen, ja, wie kann man irgendwie in Gruppen reflektiert sprechen auch über Konsum. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, finde ich, was auch immer noch fehlt. Dass wir irgendwie so ein gemeinsames Grundverständnis haben, kritisch über Drogen zu reden. Und damit meine ich nicht, schlecht über Drogen zu reden, das wäre ja so ein naiver Gebrauch von dem Wort kritisch, sondern tatsächlich irgendwie immer wieder mal zu überprüfen. Ja? Also, ne, was ist die Substanz, welche Rolle spielt sie für mich, was habe ich für eine Haltung, was habe ich für ein Bild von ihr, was macht sie mit mir und wie entwickelt sich das auch weiter? So ganz grundsätzlich mal. Ja, und Fabian und ich, du hattest eben Schildauer Kreislogo, hätte ich auch noch sogar mal drauf nehmen können. Ich arbeite tatsächlich jetzt beim Notdienst für Suchtmittelgefährdete und Abhängige Berlin e.V. Das finde ich auch so ein bisschen schön. Das ist die Sprache von 1984, Christiane F. und so, Suchtmittelabhängige und Gefährdete, würde sich heute kaum noch ein Verein hoffentlich nennen, der in der Drogenhilfe neu anfängt. Aber bin auch immer noch sehr verbunden mit dem Chillout e.V. in Potsdam, Verein für akzeptierende Drogenarbeit. Ja, und die Idee, warum ich mich ein bisschen eingeladen hat, also konnte ich natürlich nicht, aber ich habe das Angebot gemacht, hier mal auszusprechen, weil ich dachte, okay, eigentlich, da gibt es jetzt gerade so einen Zeitpunkt und es wäre doch eigentlich cool, nochmal ins Gespräch zu kommen, was soll das mit dieser Präventionsbeauftragten oder dem Präventionsbeauftragten da und was kann eigentlich der Sinn sein und was können wir jetzt schon so prognostizieren, was eigentlich Cannabis Social Clubs so, oder Social, in Klammern, Clubs leisten können, ja. Genau, und hier im Publikum ist auch Max vom Bundesverband Akzept auch und so. Es gibt natürlich jetzt viele Bestrebungen, vieler Orten, weil ja das eigentlich nicht so richtig so Schritt für Schritt aufgesetzt wurde, sondern sich alles in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Jetzt geht's los, ja, aber es bietet noch gar keine Schulungen an, weil nämlich der Rahmen unklar ist. Und darauf wollte ich einmal ein bisschen eingehen, ja, und den nächsten Schritt dann übernimmt denn ja Dina, wenn es dann nochmal eher so um das Konzept, den konzeptionellen Rahmen geht. Gut-Böse-Skala lasse ich jetzt mal raus, das könnt ihr dann ja hinterher feststellen, die Fabian so benutzt hatte. Also es ging mir so ein bisschen um die Ausgangslage und den Auftrag für die Anbauvereinigung, die Grundhaltung ein bisschen mal so euch zu vermitteln, also was macht so moderne Suchtprävention eigentlich aus, weil ich auch immer wieder feststelle, da gibt es so ein bisschen Verwirrung oder auch noch so ein bisschen alte Bilder, aber vielleicht auch übersteigerte Erwartungen. Genau, und dann konkret nochmal so ein Vorschlag, ein erster Vorschlag für so ein Kompetenzprofil, habe ich es mal genannt, sehr hochgegriffen jetzt, eines Präventionsbeauftragten oder einer Präventionsbeauftragten. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, das macht aber auch nichts. Ich habe bloß erstmal ein paar Folien, im Vorgespräch habe ich auch so als erster geprotzt, lass es mal ganz kurz bleiben und jetzt habe ich doch schon wieder viel zu viele Folien, insofern bietet sich an, die auch zu überspringen.
Wer sich mag, kann sich aber am Ende den Vortrag nochmal runterladen oder ich stelle ihn auch gerne zur Verfügung, weil nichts Schlimmes drin ist sozusagen. Habt ihr nochmal so auf einen Blick auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also klar ist, dass ja irgendwie was geliefert werden muss und ihr müsst als Anbauvereinigung eine Präventionsbeauftragte benennen. Ein Mitglied muss das sein. Das heißt auch, es kann nur Präventionsbeauftragte oder Präventionsbeauftragter kann ich nur für einen Club sein. Weil ich kann ja nicht in mehreren Clubs Mitglied sein. Also das heißt, diese formale Stelle, so das ist bei einigen auch nicht so ganz klar, glaube ich, bisher angekommen, ne? Was soll die eigentlich machen? Die ist tatsächlich nur für diesen Club ein, ja, erstmal Ehrenamt, ja, oder zumindest ja eine ehrenamtliche Aufgabe. Und die soll in diesem Club und nur für diesen Club erstmal wirken. Ja, und das Wichtigste oder Wichtige ist, dass sie mit dem Antrag benannt sein muss. Muss da auch dann hier noch mal Kontaktdaten und sowas müssen hinterlegt werden. Und dann muss sie eben auch nachweisen, dass sie sich Kompetenzen angeeignet hat und das auch per Stempel, also mit Siegel und Stempel, also irgendwie ein Zertifikat belegen können. Das eben eingangs schon beschilderte Problem besteht alles daran, das kann sie ja jetzt noch gar nicht. Ja, ist auch dem Gesetzgeber dann irgendwann aufgefallen, ja, so mal kurz vor Schluss. Und deshalb gibt es noch jetzt mal so eine Frist. Nämlich, Sie haben dann etwas später reingeschrieben, das kann man auch nachliefern. 3 Monate habt ihr Zeit, also wenn ihr jetzt zum 1.7. den Antrag einreicht, ja, dann darf die Behörde euch nicht die Erlaubnis versagen, sondern sie muss dann zumindest bis zum, was wäre es denn, erst 30.9., ne, muss sie mal warten dazu, ja, weil bis dahin habt ihr auf jeden Fall Zeit, das nachzuliefern. So. Und das kann man auch schon sagen, es sind jetzt auch schon erste Anbieterinnen am Start. Es wird bis zum Ende Juli wird so einen Vorschlag geben, so ein Mustercurriculum. Da erzähle ich jetzt gar keine Einzelheiten zu, weil das also so ein bisschen im Prozess ist. Aber es wird natürlich dann Kontaktstellen geben und so. Es gibt auch in jedem Bundesland gibt es eine Landesstelle für Suchtfragen. Früher hießen ganz lange Landesstellen gegen die Suchtgefahren. So, aber sieht man auch ein bisschen, es hat sich was getan, man glaubt es gar nicht, ja, aber so vor ungefähr 15 Jahren haben die sich alle umbenannt, vielleicht waren es auch schon 20, dass das losging. Also diese Landesstellen für Suchtfragen, die sind in jedem Bundesland vorhanden und sind eigentlich auch so typische Nachfragemöglichkeiten, ja, weil sie einfach die Drogenarbeit, ne, Suchtprävention, Drogenhilfe vernetzen und darüber erfährt man auch, ja, okay, also gibt es sowas jetzt eigentlich? Gibt es einen Anbieter oder Anbieterin vor Ort, ne, die sowas anbietet? Oder wer ist überhaupt mal der Drogenhilfe vor Ort? Ja, vielleicht kenne ich die ja gar nicht. Ja. Oder vielleicht ist sie auch weit weg, weil wenn ich jetzt irgendwie in einer Kleinstadt bin, also in jede Kommune muss zwar irgendwie Drogenberatung vorhalten, aber inwiefern das ausgestaltet wird, ja, das ist so sehr unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Und dazu komme ich gleich nochmal darauf zurück. Also ihr müsst irgendwie auch noch als Vereinigung oder die Vereinigungen müssen kooperieren mit der örtlichen Drogenhilfe. Aber es ist keineswegs so, dass jetzt dieser Zertifikatskurs, ja, zu dem ich dann später auch nochmal darauf zurückkomme, dass der jetzt irgendwie bei meiner Drogenberatungsstelle gemacht werden muss, sondern der kann natürlich irgendwo belegt sein. Bloß das Wichtige ist, eure kommunale Behörde muss euch ja auch dann bescheinigen, ja, das hat jetzt irgendwie, das ist das, was wir wollen. So, ne? Und da sind wir jetzt noch so ein bisschen am Gucken. Ja? Oder na, ihr müsst leider gucken. Und das lässt sich am besten dann über diese Landesstellen rausfinden. Okay, aber ich komme wieder noch mal so in das Schema zurück. Also genau, es gibt also, irgendwie muss dieser Nachweis sein, die Person hat sich jetzt auch Beratungs- und Präventionskenntnisse angeeignet. Und dann darüber hinaus ist dann noch als Anbauvereinigung so eine Kooperation zu erbringen. Kooperation nachzuweisen mit der örtlichen Drogenarbeit. Was das heißt, ist eigentlich auch nicht so ganz klar. Drogenarbeit ist auch nicht so ganz klar definiert, ne? Deutsches Gesetz oder sowas, ja. Also so im Kinder-Jugendhilfe und so, da ist das alles viel definierter. Was ist das eigentlich ganz genau? Da gibt es auch so Anerkennung. Das gibt es so in der Drogenarbeit nicht. So ein bisschen ein schwammiges Feld, sage ich jetzt mal. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, wenn ihr euch in Verbindung setzt mit der örtlichen Drogen- und Suchtberatung oder einer Fachstelle für Suchtprävention, nicht irgendjemand, der behauptet, dass er Suchtprävention macht, ne, hier, ich bin irgendwie, ich kann euch in die Schule gehen und dann mache ich da so einen Workshop zur Suchtprävention, nee, es sollte schon eine Fachstelle sein, oder eben die angesprochenen Landesstellen für Suchtfragen, dann seid ihr eigentlich da auf einem sicheren Pfad. Ja, und ich sage dann gleich nochmal was dazu, was meine Vorstellungen wären, wie solche Kooperation aussehen sollte. So, ich rausche nochmal ganz kurz durch. Das werdet ihr, die meisten werden es kennen,
auch wenn ihr es nicht lesen könnt, vielleicht trotzdem nochmal Stichworte. Klar, also warum Prävention? Was heißt das überhaupt? Das heißt erstmal keine Minderjährigen. Ich denke, das wird auch, das ist auch das, das No-Go sozusagen. Das gefährdet den Betrieb eurer, eurer Anbauvereinigung als allererstes, ja, wenn es doch irgendwie rauskommt, dass Minderjährige direkt mit Stoff versorgt wurden, dass sie Zugang hatten zu den Räumen oder ähnliches. Das ist tatsächlich sehr hochgehängt, ja, auch im deutschen Gesetz. Und das könnte wirklich ein K.O.-Kriterium sein. Da würdet ihr sehr schnell Ärger kriegen mit den Behörden, wenn das irgendwie rauskäme. Genau, dann ist auch allgemein bekannt, Werbeverbot, ne? Es gibt, man darf ein Schild dran haben, aber mehr auch nicht. Umzäunung, ja, sichere Verwahrung und so. Genau, und dann wird es jetzt interessant. Also die oder der Präventionsbeauftragte heißt es hier, der muss halt dazu beitragen zu dem Jugend- und Gesundheitsschutz, einen umfassenden Jugend- und Gesundheitsschutz und die Mitglieder zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis anhalten. Anhalten. So. Genau, und dazu gibt es eben dann diese Ansprechperson und die muss irgendwie dabei mitwirken, dass es so ein Konzept gibt. Ja, das ist auch nachzuweisen. Und eben ja, diesen Zertifikatskurs. So, und jetzt mal kurzer Ausblick, was könnte das dann heißen? Was stellt sich denn der Gesetzgeber, wird immer so gesagt, ne? Warum ist das ein Gesetzgeber? Der Gesetzgeber, könnte der sich vorstellen? Also darüber könnte ich jetzt natürlich stundenlang erzählen. Wie gesagt, ich bin auch nicht total repräsentativ für die Drogenarbeit oder Suchtprävention in Deutschland. Ich selber benutze auch dem Wort Suchtprävention sehr ungerne noch oder wenn, dann thematisiere ich ihn auf jeden Fall. Sucht, also dieser Präventionsbegriff, also ich bin Public Healther, da nimmt man das aus Prävention und Gesundheitsförderung, ne? Aber es gibt so viele Schattierungen eigentlich und man sollte den Begriff auch ein bisschen bewusst benutzen, weil eigentlich ja, kommt er aus der Militärtaktik sozusagen, ja, und es ist ja, was das zeigt da an, dass man ein Präventivschlag, also im Kampfmodus sozusagen, will man agieren und will irgendwas auswipen, ja, man will einer Krankheit zuvorkommen oder sowas, ja, irgendwas ganz Schlimmes. Und das kollidiert total eigentlich mit dem modernen Verständnis von Gesundheitsförderung. Wie wir eigentlich Gesundheit fördern wollen, ist nämlich genau das Gegenteil. Wir wollen die Ressourcen schöpfen, wir wollen gucken, was können wir unsere Batterien aufladen. Ja, und das wollen wir viel mehr fördern, als dass wir irgendwie immer in diesen Bekämpfungsmodus gehen. So, und das ist ein großes Spannungsfeld und das zeigt sich auch bis heute immer noch, indem, wenn ihr mal so losgeht und mit Drogenberaterinnen oder Drogentherapeutinnen oder sowas redet, so, dann ist das schon ganz schön, das kann schon ganz schön quer durch den Garten gehen. Einige sind, also viele sehen ja auch, so ähnlich wie ja, Mediziner, wenn ich Chirurg bin, ja, und mache ständig ja, Operationen am offenen Herzen, ja, dann sehe ich natürlich irgendwie die ganzen herzkranken Leute, ja, und denke, oh Gott, irgendwie wäre das dem bloß nicht passiert, ja, warum haben die denn ständig diesen Stress über sich oder so viel Cholesterolspiegel, oh Gott, ich bin in völlig falschen Gefilden, irgendwie erzähle ich jetzt wahrscheinlich totalen Unsinn, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will, also man sieht natürlich immer die Auswirkungen von schlimmsten Krankheiten, ja, die sich auch über lange Zeit entwickelt haben und so ist das natürlich in der Drogentherapie ähnlich. Die Menschen, die in therapeutischen Settings arbeiten, die sehen die 1-5%, ja, denen es richtig, richtig scheiße ging sozusagen. Und die sind natürlich auch sehr geprägt. Ne? Man nennt das ja so Deformation, professionell wird das manchmal auch genannt, ne? Dass man so den Blick, ja, wenn man das damit täglich zu tun hat, dann sieht man das auch sehr. Und das kann jetzt zwei Ausrichtungen wieder haben. Die einen sagen, ja, aber das ist halt so und das muss ich akzeptieren. Und viele andere sind aber auch noch in dem Modus, dass sie sagen, oh, eigentlich, man müsste da draußen viel mehr machen, um das alles zu verhindern. So. Und wir wissen aber eben auch, das hat ja Fabian auch schon erzählt, 90% ja, haben eher kein Problem. Ja, das Ganze. Oder wenn, dann ein sehr, sehr kleines Problem oder vorübergehendes Problem mit dem Konsum. Es gibt dann nochmal so diese 10, vielleicht sind es inzwischen 15% sogar, die irgendwann mal so eine Abhängigkeitsdiagnose erfüllen könnten. Ganz wenig Forschung übrigens dazu. Die letzten, die in Deutschland gemacht wurden, sind viele Jahrzehnte her schon. Und übrigens, weil das ja auch eben kam, soziale Schäden
darüber, also das könnte man überhaupt gar nicht seriös bewerten, muss man sagen. Ja? Also solche Studienlagen sind sowieso super, super schwer. Ne? Wie entwickelt sich so eine Biografie, mit wie vielen Einflüssen und so? Und das wird sowieso gar nicht gemacht, muss man sagen. Ja? Natürlich wissen wir, dass jetzt irgendwie Kinder, zum Beispiel, die in Haushalten aufwachsen, deutlich gefährder, vulnerabler sind, sagen wir so. Aber das auseinanderzudröseln, wie hoch war denn jetzt der Faktor und wie viel hat denn jetzt dazu beigetragen, dass die Eltern gekifft haben oder vielleicht... Also das ist überhaupt nicht seriös zu beantworten, muss man auf jeden Fall sagen. Sieht jetzt bei sowas wie Methamphetamin oder Alkohol vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Ja? Da könnte man, da gibt es auch so Schätzungen drüber. Ne, wie viele sind da betroffen, aber in welchem Ausmaß? Aber es ist sehr komplex. Also auch ein bisschen Plädoyer dafür, wenn ihr solche Studien lest, oh, jede 20. Person oder wie die berühmten Zahlen, irgendwie so und so viel Prozent oder im Score sinkt der Intelligenzquotient, sehr große Vorsicht mit solchen Zahlen, so was das wirklich bedeutet. Okay, also das war ein bisschen die ganz kurze Einleitung und ich mache noch nur einen ganz kurzen Überblick oder einen Versuch, dann euch mal mitzunehmen, wie agiert Suchtprävention eigentlich? Ja, zum Beispiel, indem wir eigentlich sehr stark verbreiten oder die Menschen, ja, die zumindest so ja, sagen, wir haben, wollen modernen Zugang dazu haben, wir wollen mit allen ins Gespräch kommen, wir wollen wenig bewerten, ja, im Vorfeld, wir wollen nicht nur das Negative betonen, sondern ja, tatsächlich balanciert, ausbalanciert zu eigener, reflektierter Entscheidung beitragen und Risikobewertung beitragen. Und zum Beispiel, ja, ist das uns ganz wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, wozu dient überhaupt Substanzkonsum, ja, und nicht das nur zu reduzieren auf, ja, weil Leute damit Probleme bewältigen wollen. Das kann ein Aspekt sein, ja, das kann psychisch, das kann physisch sein, das kann sozial sein, ja. Aber eben, es gibt so viele Motive ja, dafür. Und die meisten sind völlig unproblematisch oder sind auch nur übergangsweise dann wirklich relevant. Genau, dass man unterscheiden lernt, ne? Konsumstatus und Risiko, gehe ich jetzt mal drüber. Ich habe mal ein paar Grundsätze, so zum Beispiel, nach denen wir so agieren, wo wir uns sagen, okay, für die Drogenarbeit sind das eigentlich wichtige Handlungsorientierungen. Ja, habe ich es noch mal ein bisschen gehighlightet, Ressourcenorientierung, Empowerment, ja, das heißt ja eigentlich so, dass man bestimmte auch Gruppen, ich habe es eben vulnerabel genannt, also diejenigen, ne, wo man merkt, oh, ja, da wird aber besonders viel gekifft jetzt, ja, und da erschließen sich auch, dass da sehen wir eigentlich von außen so, also das könnte doch vielleicht eher so problematisch werden oder es könnte irgendwann so beurteilt werden im Rückblick, dass man auch diese Gruppen nochmal gezielt stärkt, ne, und mit denen da wirklich reingeht und nochmal sagt irgendwie, okay, wie seht ihr das eigentlich, spiegeln, nochmal auch zu unterstützen dabei, zum Beispiel ja, andere Handlungsoptionen, Lebenswelten sich zu erschließen und so weiter. Genau. Und dann konkret natürlich die Kompetenzförderung, ganz wesentlich bei Substanzen Safer Use, ja, um tatsächlich auch den ja, zu wissen, mit welchen relativ einfachen Maßnahmen oder auch schwierigeren kann ich eigentlich das Risiko erstmal konkret mindern, aber eben auch als weiteren Schritt dann in die Reflexion zu gehen und immer wieder zu überprüfen. Ja, bringt es mir was? Wie ist das? Wie unterscheidet sich das in der Anfangszeit mit Kiffen? Habe ich da deutlich mehr Spaß gehabt als jetzt? Hat sich die Funktion vielleicht ein bisschen verändert? Genau, und hochpartizipativ zu arbeiten ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Ne? Also das heißt eben nicht, sich vorne hinzustellen, zu erzählen, das passiert jetzt gerade bei euch, ja? Ihr könnt euch nicht wehren gerade, ja, weil ich euch keine Gelegenheit gebe, irgendwas zu machen oder so, kommt ja für hoffentlich gleich noch. Aber wenn wir Trainings machen, auch mit dem Präventionsbeauftragten oder sowas, das wäre meine ganz feste Vorstellung und ich hoffe auch, dass sich das durchsetzen wird, dass es um wenig Input geht und viel um Austausch, ja, und nochmal Überprüfung, wo sind wir da eigentlich, was hast du für Erfahrungen gemacht, was kann ich davon profitieren und ähnliches. Okay, das waren so meine kleinen Weisheiten. Ich habe euch auch nochmal, wenn ihr euch das downloadet, dann könnt ihr das irgendwie nochmal durchklicken. Es gibt so viele Angebote inzwischen. Nicht alle sind da jetzt gleich usable sozusagen für oder adäquat irgendwie für Social Clubs, aber es gibt so einige, die sind auch so offiziell gefördert, weil man sagt, ja, das hat sich irgendwie als gut erwiesen, können wir jetzt lange drüber reden. Genau, und jetzt aber nochmal als letzten Block, wie viele Minuten habe ich noch so oder wie lange schon? Ich muss so langsam zum Ende kommen, ne? Ja, Mist, genau, habe ich schon geahnt. Also, das war ja eigentlich ein bisschen die Grundidee, nochmal ganz kurz zu erzählen, was ist aus meiner Sicht irgendwie eigentlich die oder der Inhalt dessen, was so eine Präventionsbeauftragte oder Präventionsbeauftragte eigentlich machen kann. Und die Idee ist, ja, wenn ihr mich fragt,
dass es darum geht, nochmal so eine Instanz, ja, eine Person zu installieren, die irgendwie so einen speziellen Blick mit reinbringt. Und da geht es nicht darum, dass ihr rigide kontrolliert. Also es gibt auch schon so Vorstellungen, die sind mir begegnet. Ja, da muss ich ja bei jeder Abgabe dann dabei sein. Völlig unleistbar, ja, und darum geht es auch überhaupt nicht. Ihr müsst euch kontrollieren, was mein Vorstand da macht. Nein, ich bin beratend zum Beispiel, ja. Da muss ich jetzt irgendwie, wenn ich sehe, dass dann da einer irgendwie zu viel kifft, dann muss ich ihm das verbieten oder da muss ich ihm jetzt zwangsmäßig in eine Sucht beraten. Das ist alles überhaupt nicht gemeint natürlich, ja. Aber was auch nicht gemeint ist, ist, dass es völlig egal ist, dass man sagt, ja, wieso, ist doch für alle hier Heilmittel und so und ist doch irgendwie cool. Also Probleme kann es ja gar nicht geben, weil es geht ja nur um Cannabis. So, ne? Also, sondern irgendwo dazwischen zu sein und tatsächlich Impulse reinzugeben, wie können Menschen sich noch mal ein Stückchen verbessern in der Selbstreflexion, in ihrem Wissensstand. Ja, man könnte das so kompetenzvermittelnd nennen oder autoritativ hochgegriffen. Genau, und es gibt natürlich jetzt einen große Unsicherheit noch darüber, wie intensiv kann jetzt diese Schulung auch verlaufen. Ne? Im Gesetz sind so vorgesehen 2 Schulungstage, ja, so ist das so unterlegt, 2 Schulungstage, sage ich jetzt mal, so 16 Unterrichtseinheiten, alle 2 Jahre. Das ist super wenig, ja, für uns jetzt, ja, weil es geht um sowas Komplexes und so lange ins Gespräch zu kommen. Aber es muss ja auch erstmal gemacht werden, ja, weil es ist ja erstmal per se eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die kann natürlich entlohnt werden, ja, aber ja, gibt viele Leute, die entlohnt werden wollen. Und es gibt ja auch viele noch Schulungsbereiche, ja, die so eine Anbauvereinigung überhaupt wissen muss. Man muss über die Pharmakologie Bescheid wissen und so weiter. Man muss die ganzen Doku-Pflichten und so wissen. Aber es geht eben auch darum, nochmal Suchtprävention, Jugendschutz, was sich anzueignen. Und ja, das sind aus meiner Sicht so die Kernaufgaben eigentlich. Also es geht so ein bisschen darum, wie kann ich mich verbessern darin, was kann ich, dass ich irgendwas beitragen kann dazu, dass unsere Mitglieder möglichst risikoarm kiffen eigentlich, ja, also Cannabis konsumieren können und das irgendwie auch in verantwortungsvoller Weise. Und dazu gehört eben dann der Bereich Suchtprävention und Jugendschutz. Und ich sehe schon, ich muss die letzten Folgen wirklich dann überspringen, aber vielleicht können wir darüber dann nochmal ins Gespräch kommen, über die einzelnen Punkte, weil da sind ja auch erstmal nur Ideen. Und wir können auch am Ende den Download-Link vielleicht nochmal, ne, wer es jetzt gerade nicht schafft, dann nochmal einblenden. Und gut, an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Punkt, weil ich jetzt schon so lange überzogen habe, weil ich leider auch gar nicht auf die Uhr geguckt hatte zu Anfang. Danke euch erstmal für die Aufmerksamkeit und hoffe, wir kommen gleich noch mehr ins Gespräch. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Das ist auch sehr, sehr wichtig, wohin wir mit der Taschenlampe auch gucken und auch gucken wollen, ob wir nur die Problemmuster uns anschauen wollen oder ob wir auch präventiv auch mehr schauen wollen, wie können wir das überhaupt dafür sorgen, ich bin noch im Bild, wie wir auch dafür sorgen können, dass wir auch tatsächlich alle aufgeklärt sind, schon frühzeitig, bevor es überhaupt zu einem Konsum kommt oder zu einem Kontakt, muss ja nicht direkt Konsum sein. Genau, vielen, vielen Dank nochmal auch an Rüdiger. Ich würde jetzt gerne auch unsere Präventionsbeauftragte für den CSC Berlin vorstellen, Dina Rogge. Sie wird auch uns vorstellen, auch zum Thema, wie wir auch das Ganze von der Theorie in die Praxis umsetzen können. Also wir sprechen mal ganz viel, wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen mitbekommen, wie das alles abläuft. Und du wirst dann auch uns nochmal erzählen, sie ist auch Mitautorin für das Musterkonzept für den Jugend- und Gesundheitsschutz, welches ihr dann auch für die CSCs verwenden könnt als Entwurf. Genau, vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, nachdem wir jetzt hier theoretische und rechtliche Einordnungen gehört haben, gibt es von mir auch keine PowerPoint oder ähnliches. Es ist einfach eher ein Erfahrungsbericht. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen über Suchtprävention und Anbauvereinigungen. Zum einen, zum zweiten ein bisschen was über Zertifizierung, das, was Rüdiger noch nicht gesagt hat, vielleicht kann ich das noch ein bisschen ergänzen. Und im letzten Punkt möchte ich noch eingehen auf sinnvolle Maßnahmen in der Präventionsarbeit. Ich war ziemlich geflasht, als ich auf Insta meine Ankündigung gelesen habe. Da steht nämlich, lernt von Dina Rogge, Präventionsbeauftragte des CSC Berlin, alles über Suchtprävention lernt ihr heute von mir. Und die Herausforderungen in der Arbeit mit Jugendlichen. Und dann noch erfahrt, wie sie innovative Ansätze in der Prävention und Beratung entwickelt.
Ich hoffe, ihr seid nicht aus diesem Grunde hier, weil das kann ich natürlich alles nicht leisten. Aber wir gucken mal genau, was ich euch denn mitteilen kann. Okay, also, ich hatte tatsächlich die ein oder andere ganz innovative Idee im Bereich Suchtprävention, aber dann kam das KNG, dann kam das Änderungsgesetz und dann blieb da relativ wenig von übrig von diesen innovativen Ideen. Und ich muss wirklich sagen, am allerschlimmsten finde ich das in dem Bereich Gemeinschaft, den ich euch hier mal kurz beispielhaft darstellen möchte. Gemeinschaft ist ein grundlegender Faktor für eine effektive Suchtprävention. Warum? Abhängigkeit bedeutet ganz oft Isolation, vor allen Dingen auch oft selbstgewählte. Also desto stärker die Abhängigkeit, desto öfter möchten Menschen auch gerne alleine sein. Solchen Entwicklungen kann man vielleicht entgegenwirken, wenn man eine Community hat. Zum Zweiten, wer einsam ist, konsumiert schneller. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, vorletzte Woche auf der Mary Jane, wie viele Mitglieder oder beziehungsweise alleinstehende ältere Mitglieder unser CSC hat, die dann kamen und sich vorstellten, die halt alle keine Community haben werden. Die sitzen alle den ganzen Tag alleine zu Hause und viele von denen kiffen auch die Hälfte oder auch den ganzen Tag. Und ich habe als zukünftige Suchtpräventionsbeauftragte überhaupt keine Handhabe oder Möglichkeit, da näher in Kontakt zu kommen und unverbindlich irgendwie eine Bindung aufzubauen und vielleicht dann auch einfach helfend tätig zu sein. Genau, da kommen wir zum Punkt. Echte Prävention, die passiert vor Ort. Ne? Die passiert auch strukturell. Die strukturellen Bedingungen haben wir leider nicht bekommen. Aber jetzt sind uns auch noch die persönlichen Möglichkeiten genommen worden. Dann ist es auch super schwer, eine Konsumkompetenz zu entwickeln. Und gerade für die jüngeren Leute, die uns von den CSCs da sowieso gar nichts angehen, gerade da in dem Bereich ist es uns ja überhaupt nicht möglich, Suchtprävention zu machen. Das fand ich wirklich ganz schön deprimierend. Also eine echte Suchtprävention ist also durch die Suchtpräventionsbeauftragten von Cannabis Social Clubs überhaupt nicht gewollt. Ich durfte... Genau wie Bethü gerade angekündigt hat, durfte ich ja das Kinder- und Jugendschutzkonzept bzw. ein Muster dafür mitschreiben mit dem CAD, dem Bundesdachverband für die Cannabis Social Clubs. Und das haben wir bei der BZGA eingereicht. Die wird nach der Sichtung eine Checkliste entwickeln, nach derer dieses Jugend- und Gesundheitsschutzkonzept dann verfasst werden kann. Und in diesem Zuge bin ich netterweise auch eingeladen worden von der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin, mich anzuschließen bei inhaltlichen und strukturellen Überlegungen zu dem Mustercurriculum für die Schulung von Suchtpräventionsbeauftragten. Da kommen wir dann jetzt zum zweiten Punkt, Zertifizierung. Das war eine bundesweite Ausschreibung und die Fachstelle für Suchtprävention in Berlin hat den Zuschlag bekommen. Die darf jetzt also dieses Mustercurriculum schreiben. Ihre Frist für die Abgabe ist der 31.07.24. Die hat dann nochmal 2 bis 6 Wochen Bearbeitungszeit und dann können wir wahrscheinlich damit rechnen, dass wir dieses Mustercurriculum haben, was auch als bundesweite Vorgabe dienen soll. Ich habe jetzt schon hier gestern erfahren dürfen, dass sich da einige Bundesländer selbst lieber auf den Weg machen und selber ihr Mustercurriculum entwickeln, was ja, wenn man sich diese zeitlichen Aspekte anguckt, vielleicht auch gar nicht die verkehrteste Idee ist. Wir in Berlin, wir haben ja jetzt gestern erfahren, dass wir über Bezirksämter beantragen dürfen, also quasi die Anbaulizenz beantragen dürfen. Und problematisch in Berlin oder beziehungsweise auch wirklich in anderen Regionen ist auch, dass gesetzlich dort steht, man kann die Präventionskenntnisse, die Zertifizierten nachweisen. Sprich also, wenn ein Land entscheidet, dass das keine Lust hat, diese 3 Monate zu warten, bis das nachgereicht wird, kann auch sowas rechtlich noch bestimmt werden. Wir sind da also noch überhaupt nicht auf der sicheren Seite. Ja, aber nach diesen ganzen schlechten Nachrichten, eine ganz super Nachricht. Ich habe mich richtig gefreut, dass das inhaltlich wirklich übereinstimmt. Also mit allen Menschen, mit denen ich bisher über Cannabisprävention aus dem Bereich gesprochen habe, da sind wirklich alle
haben eine Haltung, die was zu tun hat mit Konsumkompetenz und akzeptierender Drogenarbeit. Und alleine das ist schon ein Novum, das, über das wir uns wirklich extremst freuen. Ja, Rüdiger sagte ja gerade schon, ne, 2 Tage, auch das sagte der Herr von der Fachstelle, das sollen so ungefähr rund 16 Stunden sein, ob Zeitstunden oder UE, da, also Unterrichtseinheiten, 45 Minuten, da konnten wir uns jetzt noch nicht richtig einigen oder beziehungsweise wissen es nicht genau, aber wir wissen, dass 75% im Blended Learning stattfinden sollen, damit natürlich die ehrenamtlichen Personen, die diese Schulungen machen, auch irgendwo Zeit haben, ne, sich das individuell einzuteilen. Ja, Rüdiger sagte ja auch schon, wir wissen nicht, wer überhaupt zertifizieren darf. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ich, sagen wir mal, Suchttherapeutin bin, könnte es tatsächlich sein, dass in dem einen oder anderen Bundesland ich trotzdem nicht dieses Zertifikat bekomme, ja, also automatisch dadurch bekomme, sondern dass ich trotzdem noch eine Schulung machen muss, obwohl ich so viel mehr Fachwissen habe. Das alles ist noch ganz ungewiss, wir werden es sehen. Ja. Ihr seht total begeistert aus. Was bleibt da noch übrig? Dann sind wir beim letzten Punkt, mögliche Maßnahmen. Genau, das war auch noch so eine Sache. Der Auftrag des Präventionsbeauftragten, ja, also was der wirklich machen soll, ist eigentlich nur, das sagt uns der Herr von der Suchtpräventionsstelle, den Erstkontakt herstellen und die Vermittlung ins öffentliche Hilfesystem leisten. Mehr will man wirklich nicht von den Präventionsbeauftragten. Auch das finde ich wiederum schade. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass in der einen oder anderen Suchthilfe sehr viele Menschen sind, die wirklich ein sehr gutes Grundwissen in allen Bereichen haben, aber dass wir seltenst Leute da haben, die wirklich cannabisspezifisch das Fachwissen haben. Da sollte man ja eigentlich Leute aus unserer Community am besten nehmen. So sehe ich das zumindest, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass in vielen Ländern einfach die Fachstellen dafür zuständig sein werden und ich hoffe, die bilden ihr Personal dann auch dementsprechend aus oder es hat sich dort doch der ein oder andere verkrochen, mit dem ich vielleicht nicht geredet habe. Also mögliche Maßnahmen, die man jetzt trotzdem noch einleiten kann als Suchtpräventionsbeauftragter oder Suchtpräventionsbeauftragte, sind zum Beispiel Workshops zu machen zu den verschiedenen Flyern, die wir dann von der BZGA erhalten werden, ne, als Grundlage unserer Suchtpräventionsarbeit. Inhalt ist ja auch noch nicht so richtig bekannt. Angeblich 1.7. soll das alles zum Download bereitstehen. Ich bin gespannt, ob das wirklich passieren wird, also an dem Zeitpunkt. Eine weitere Maßnahme, und da würde ich super viel Wert drauf legen, wäre die Gründung von Selbsthilfegruppen, also irgendwo ein Aufbau von ein bisschen Community, von ein bisschen ja, Menschen, die gemeinsame Problematiken haben. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man sich dort zusammen hinsetzt und sagt, wir sind alle abhängig und wir wollen irgendwie aufhören, Cannabis zu konsumieren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wirklich, ne, auch was die beiden Vorredner schon sagten, da geht es darum, Konsumverhalten zu reflektieren und zu einer Konsumkompetenz irgendwo zu gelangen zum Schluss. Ja, und da wäre zum Beispiel auch eine gute Sache, mit euren IT-Leuten zu reden, zum Beispiel, dass ein Konsumtagebuch zum Beispiel für einzelne User, ne, also dass das auf der Homepage angelegt ist und wenn man ein Benutzerkonto hat, dass man das einfach anonym für sich nutzen darf. Ja, eine Idee, die vielleicht ein bisschen frech ist und vielleicht auch die einzige Idee, die man noch annähernd als innovativ bezeichnen könnte, annähernd wäre: Gründet doch einfach einen Social Club. Und damit meine ich wirklich einen geselligen Social Club, der keine Anbauvereinigung ist, der sich wirklich das zum Ziel gesetzt hat, aufzuklären, der sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen unter einem Dach zu vereinen, die miteinander reden können, die miteinander sich austauschen können über die vielen Problematiken, vielleicht auch die, ne, Aktionismus leisten können wollen irgendwann einmal. Das ist zwar politisch nicht gewollt, wisst ihr ja alle auch, aber es ist halt auch einfach nicht verboten. Und wenn man uns die Prävention auf die eine Art verbieten kann, können wir sie vielleicht auf die andere Art zurückholen. Kann man sich Gedanken drüber machen, ob das vielleicht eine Idee wäre.
Ja, und wenn ich dann so über Innovation nachdenke, es gibt die eine Innovation, auf die eine effektive Suchtprävention nicht verzichten kann. Und das ist ein gesellschaftlicher Blick auf Cannabis, der faktenbasiert und ideologiebefreit ist. Ich möchte mich hier wirklich bei jeder einzelnen Person bedanken, die durch Aufklärung und Aktivismus zu diesem, meinem einzig vorstellbaren gerade Innovationsgedanken beiträgt. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Auch an dich vielen Dank. Du hast, glaube ich, das auch direkt auf den Punkt gebracht. Wir brauchen Gesellschaft, wir brauchen Gemeinschaft und wir brauchen mehr Sichtbarkeit, Repräsentation von eben den Menschen, die auch selber davon betroffen sind. Nicht, dass wir immer über die Leute reden, damit dann halt solche Gesetze kommen, ganz viele Fragezeichen sind, weil eben nicht viele Betroffene und Menschen mit Expertise eingeladen werden zu den Gesprächen. Das können wir auch auf jeden Fall verändern, wenn wir alle gemeinsam dafür sorgen, sichtbar zu sein und aufzuklären und dabei zu bleiben. So. Ich würde jetzt gerne in die Abschlussrunde gehen und zwar in die Fragerunde. Wir haben auch unseren Herr, genau, in die Moderation. Okay. Vielen Dank. Also. Ihr könnt einmal hier nach vorne kommen, bitte, erstmal. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen schöner. Dann könnt ihr sie alle auch nochmal sehen. Wollen wir nach vorne rücken, genau, mit den Stühlen? Vorne rücken. Ja, ist egal. Okay, also erstmal vielen Dank für den Einblick und die Expertise. Da bin ich. Genau. Ich fand es super interessant und wir machen ja auch ein CSC auf und haben uns auch schon sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, auch mit unserem Präventionsberater, der es übernehmen soll, hingesetzt und überlegt. Und wir haben ja zum Beispiel auch so Ansätze angedacht und da wollte ich jetzt mal die Meinung von allen dazu hören, dass wir zum Beispiel auch in so eine App sowas wie einen dreimonatigen Fragebogen mit einführen, wo wirklich alle 3 Monate musst du 10 Fragen anonymisiert kurz beantworten zu dir. Wir wissen dann vielleicht nicht, wem es unbedingt schlecht geht, aber wir sehen, 5 Mitglieder sind am abtriften Asten und solche Sachen. Aber ich sag mal, wir haben auch viel mit Behörden geredet, da kommt halt noch nicht viel und sagen, ja, da muss das Gesundheitsministerium, dann sagt der muss liefern. Aber wie seht ihr da auch, dass wir eigentlich alle in die Eigenkompetenz gehen müssen, wenn wir sagen, wir wollen wirklich schauen, dass wir da die Prävention irgendwie ein bisschen voranbringen und auch nicht Kontrolle, aber Überprüfung haben können? Also ich bin da eher ein bisschen kritisch, wenn es in die Richtung Verpflichtung geht. Ansonsten als freiwillige Maßnahme super, sofern der Datenschutz halt gewährleistet ist. Ansonsten, es ist ja schwierig, den jetzigen Markt und die Konsumvorgänge quasi in dieses legale Club-Umfeld und den sozialen Nebenclub oder wie auch immer man das machen möchte, zu überführen. Und es ist ja jetzt schon so, dass viele Leute Angst haben um ihre Daten und dem Ganzen ein bisschen skeptisch gegenüberstehen oder dass sie einfach sich nicht zu sehr als Konsument oder Konsumentin identifizieren und dadurch halt auch einfach nicht so den Bezug dafür haben. Also Georg Wurth spricht dabei immer von, nur weil man gerne einmal die Woche Joghurt isst, will man nicht in einen Joghurtverein. Also ich sehe momentan eher den Bedarf, das möglichst niedrigschwellig zu haben und sowas auf keinen Fall irgendwie verpflichtend zu machen, auch wenn die Idee gut ist und man dort spannende Daten kriegt und so weiter. Also ich finde die Idee klasse, aber bei verpflichtend, dann reagiere ich ein bisschen allergisch. Ja, ich kann mich da wirklich nur anschließen. Man darf halt einfach nicht vergessen, bevor jetzt hier entkriminalisiert wurde, haben die Leute ja auch konsumiert. Und wer möchte denn gerne, der sich jetzt, sagen wir mal, seine 50 Gramm da im Monat holt und weghaut, wer möchte denn gerne in einen Cannabis Social Club eintreten, wo er alle 3 Monate beantworten muss, warum er das tut? Ne, natürlich möchten wir den Menschen helfen, aber das ist Hilfe zur Selbsthilfe und da muss dann halt die Haltung der Konsumierenden auch irgendwo stimmen, damit so ein Prozess angestoßen werden kann und dazu können wir die einfach nicht zwingen. Okay, ich gebe auch noch meinen Senf dazu. Also davon würde ich sowieso gar nicht ausgehen. Ich würde auch mal stark bezweifeln, dass ihr irgendwen verpflichtet dürft, das zu befragen. Ich weiß gar nicht, ob ich es hatte, so gar nicht so verstanden. Datenschutz ist essentiell, also super wichtig. Ist ja für eure Kundinnen oder die Mitglieder alle in jeder Hinsicht essentiell wichtig. Bin ich auch noch sehr gespannt auf die
Ja, also macht euch da wirklich auf jeden Fall einen Riesenkopf drum und prüft auch die Anbieterin. Und es würde ja total widersprechen, auch wenn ich jetzt zwangsverpflichtet werde, ja, egal wozu, ja, also so eine Aussage zu machen nach meinem Konsum. Das wäre ja diametral das andere, oder das habe ich ja versucht eben auch zu erläutern. So arbeiten wir eigentlich nicht. Also wenn es gut ist, dann arbeiten wir so nicht, ja, sondern es geht um Angebote. Es geht darum, Gesprächssituationen zu nutzen, auch zu sagen, ja, du hattest ja auch so ein Sätzchen drin, ne, nochmal so, ja, sich zu trauen, auch Leute anzusprechen, auch mal eine Rückmeldung zu geben, aber dafür braucht es erstmal ein Umfeld, so ein Humus irgendwie und eine Atmosphäre der Freiwilligkeit. Also, aber davon abgesehen bin ich total, also gespannt darauf, was jetzt alles entstehen wird, weil das ist ja auch, so begreife ich das auch, das ist auch eine Riesenchance für die Suchthilfe, Drogenarbeit, ne, auf der anderen Seite, weil die schnarcht natürlich auch so vor sich hin. Wir sehen irgendwie ja die oftmals die Klientin, die werden so hingezerrt, ja, oder die kommen halt, weil sie dann schon Probleme haben, weil ihnen irgendwie ja die Eltern aufs Dach steigen oder sie Straftaten haben oder sie wirklich merken, es geht gar nicht mehr und so weiter. Und das ist jetzt irgendwie eine Chance auch, ja, dass man so freiwillige Angebote macht und also ja, tolle Sachen kann ich mir da vorstellen. Also ich muss mich gleich nochmal entschuldigen. Also ich komme auch aus der Gesundheitsbranche und so weiter und habe über 10 Jahre in Psychiatrien und so gearbeitet. Ich habe mich meiner Wortwahl mit der Verpflichtung gerade vergriffen. Ja. Wir sind da ein bisschen abgedriftet. Ich möchte nur ganz kurz nochmal nachschieben quasi. Meine Frage war eher, wie seht ihr, dass wir uns darum kümmern, eine passende Studienlage zu schaffen, gerne freiwillig? Einfach perfekt, danke. Daumen hoch. Oder willst du kurz noch Studienlage präzisieren? Einfach weil... Genau, also sich, dass wir halt die Leute jetzt nicht... ich möchte jetzt da kein Profil, wo sie angeben haben, mir geht's schlecht, ich möchte die nicht perfekt durchanalysieren, sondern zu sagen, hey, ich habe so und so viel konsumiert, mir geht's so und so gut damit, so ungefähr. Also ich meinte jetzt wirklich eine eher oberflächliche Abfrage, einfach nur das, um eine grundsätzliche Aussage über alle Konsumenten im Querschnitt zu bilden, nicht über die spezifische Persona, deswegen auch anonymisiert zu erheben, aber einfach nur zu sagen, hey, wenn ich mich in meine App einlogge, um zu schauen, wie viel Gramm kann ich den Monat noch holen, da kommt der BIM, den kann ich auch wegen mir wegklicken, aber da sind 5 Fragen drin. Und ich kann aber nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren eben die Gesamtstudienlage vielleicht bestärken. Aber wenn wir in die Politik gerade gehen und das fragen, war eben das eine so, auf der einen Seite sollen wir viel machen, auf der anderen Seite sollen wir nicht zu viel machen. Deswegen... Ja, und wenn du es cannabisspezifisch machen wollen würdest, müsstest du natürlich auch ein bisschen darauf achten, ob es da irgendwelchen Mischkonsum gibt. Das heißt, du müsstest eigentlich auch abfragen, was für andere Substanzen werden täglich konsumiert, damit du nachher nicht dahin kommst, dass du sagst, ja, da hat sich eine Entwicklung ergeben, ich weiß gar nicht warum, oder beziehungsweise ich würde das jetzt einfach mal, das Cannabis dafür verantwortlich machen. Dabei hat sich derjenige vielleicht auch jeden Tag irgendwie 5 Nasen Koks dazu reingeknallt, ne? Und dann ist das natürlich auch irgendwie wieder ein bisschen andere Lage. Genau, da muss der Fragebogen ja passend angepasst sein. Genau, ja. Genau, also vielleicht kann ich... sein. Entschuldigung, vielleicht kann ich kurz noch, also auch nochmal sagen, also genau das meinte ich ja vorhin, ja, also da, ich glaube, da werden auch tolle Möglichkeiten jetzt entstehen, kommt natürlich darauf an, ob sie gut gemacht werden irgendwie, auch so ein bisschen designt werden oder wie die Bereitschaft ist und so und was man für eine Atmosphäre verbreitet. Ich sehe da richtig tolle Chancen und gleichzeitig wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, dass jetzt hier kein klinisches Setting, die Freiwilligkeit ist wichtig. Auch nicht so sehr gucken auf jetzt, oh, jetzt haben wir aber 88% statt, letztes Jahr hatten wir nur 87%, die irgendwie das und das gesagt haben. So wird das nicht funktionieren, ja. Das sind alles Hinweise, so, ne, du arbeitest ja im Ganzen oder guckst dir Studien an aus irgendwie klinischen Studien, ja. Man muss immer aufpassen, was man auch an Erwartungen so daran koppelt, ne. Aber natürlich, ja, wir haben ja explodierende Forschungslage. Ich weiß, in der, kurz noch reingesneakt in die Session davor, auch bei den Cannabis-Shops jetzt, ne, in Basel war es, glaube ich. Ja, es sind natürlich fantastische Daten, ja, weil wir wirklich Nutzerinnen orientiert jetzt gucken können, ja, was wünschen sich überhaupt, ja, User, ja, wenn sie wirklich ein zertifiziertes, also ein wirklich ein qualitätsgemanagtes Angebot haben, ja, was man so gar nicht hat, fantastisch. Also insofern, ja, also gerne dabei, gerne Kontakt und wir machen was draus. Danke. Also Sucht ist ja häufig nicht, aus meiner persönlichen Erfahrung ist Sucht bei Menschen häufig auch ein Symptom dafür, dass bei denen ansonsten was im Leben im Argen ist. Ja? Und wenn wir jetzt so über Suchtprävention im Rahmen von so CSCs reden, muss da nicht, also das so als Frage wirklich
da muss der Suchtpräventionsbeauftragte ja auch so ein bisschen dann die Vertrauensperson für alle im Club sein, oder? Am besten. Genau, was besonders problematisch ist, wenn er seine Mitglieder nicht kennt oder sie die Mitglieder nicht kennenlernt. Ganz genau. Okay, danke. Nicht als Einzige, aber schon so ist es auch gedacht, dass das eine Person ja, herausgehoben ist, sodass man eben auch weiß, ja, wen kann ich denn oder wen kann ich dann um Rat fragen, wenn mir eine Person auffällt. Also, ne, so und ja, und auf jeden Fall, also Sucht kommt nicht von Drogen, ne? Also. Es gibt nur Verhaltenssüchte. Ja, hallo. Ich stelle mir halt eben die Frage, wenn wirklich der CSC 500 Mitglieder haben sollte, halt eben, also weil ja auch von Ehrenamt gesprochen wurde, klingt das für mich eigentlich eher halt eben, dass das eine Vollzeitstelle ist, halt eben, ja, also vom Aufwand halt eben, gerade wenn man halt 500 Leute halt eben wenigstens so ein bisschen ansatzweise kennenlernen soll. Also es gibt ja so andere Bereiche in der sozialen Arbeit, da sind die Fallzahlen oder so wesentlich geringer, die man so pro Jahr halt eben behandelt. Dementsprechend, ja. Ist alleine auch wie eine Urlaubsvertretung. Also ich frage mich eher, ob sich sogar zwei Stellen halt eben vielleicht eben bei einem großen Club zumindest irgendwie gebraucht werden. Das ist nochmal, ja, nee, sagt, du bist dran. Also eher dein, oder? Also was ich mich halt frage, ist generell, wie viel Kontakt entsteht da überhaupt, wenn man wirklich direkt so eine Struktur hat. Ich bin ja aus Gründen der Rechtssicherheit ist es so, dass ich im privaten Umfeld bei den Leuten, die an Clubs interessiert sind, ja immer was davon erzähle, von wegen, wenn ich dich wäre, würde ich so auf natürlichem Wachstum aufbauen, langsam grown, aber also was Mitgliederzahlen angeht, einfach damit man halt nicht direkt Kilos am Start hat, die dann vielleicht von der Staatsanwaltschaft missinterpretiert werden. Also mehr aus diesem Aspekt. Und auch wenn, ich sage mir jetzt, der Konsum jetzt nicht direkt dort erlaubt ist, entsteht dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Connection zu den Mitgliedern. Während das bei irgendwas, was ich sag mal so strukturiert ist, dass es ab einem Startpunkt direkt 500 Leute sind, das wird schwierig. Da gibt es halt Herausforderungen, die nicht so leicht zu erfüllen sind. Und de facto ist es dann doch eher so ein paar warme Worte und ein Flyer, oder? Also, oder ich. Ganz genau, das hat man so genauso runterreguliert, wie ihr es ja eben auch gehört habt. Es ist wirklich nur Erstkontakt herstellen, Vermittlung zu den öffentlichen Stellen und halt Suchtpräventionsflyer auslegen und dafür sorgen, dass die an allen Ausgabestellen auch vorhanden sind und dass man die im Internet einsehen kann. Das war es aber auch. Und vielleicht noch ein Hinweis? Ich würde jetzt auch erstmal nicht davon ausgehen, dass sich von diesen 500, also sagen wir mal, es sind wirklich diese 500, die dann direkt von Anfang an dabei sind, dass sich davon 100 melden, die jetzt gerne in die Suchthilfe möchten. Also da wird es schon Fälle geben, aber wir gehen erstmal nicht davon aus, dass das die Mehrheit ist, die in einen Social Club geht, um sich dort Hilfe zu holen oder, ja. Und weder die, ich sag mal, so eine saubere Diagnose mit Therapieempfehlungen und so weiter, das ist nicht Teil davon. Das ist davon. Also klar differenziert. Also es geht mehr darum, anderen Leuten zu helfen, selbst Behandlungsbedarf zu erkennen oder sich entsprechend halt fachliche Hilfe woanders zu suchen. Also das hat mich so ein bisschen auch so an die Gesetzgebung vom Heilpraktiker erinnert, wo ja auch der Fokus mehr der ist, hier lern mal die Basics, was die anderen machen, damit du nicht das machst und noch was verkackst. Das habe ich Gefühl, das ist momentan mein Gefühl, dass das jetzt die politische Intention ist. Natürlich liebevoller ausgedrückt, als ich das jetzt hier getan habe. Und noch kurz zu ergänzen, also HeilpraktikerInnen müssen schon ganz schön büffeln. Ja? Also da ist man schon ganz schön dabei, bis man diese Prüfung besteht. Es ist wirklich ja eine Schmalspursache jetzt. Ja? Und es ist ganz konkret auch für Ehrenamtliche gedacht. Ja? Natürlich ist es irgendwie ja, absurd so ein bisschen, ja? Wenn ich jetzt irgendwie seit Jahren anerkannte Sozialpädagogin oder sowas bin oder Therapeutin, ja, dann soll ich das nochmal. Aber es ist auch ein. Es macht auch Sinn, finde ich, weil das Setting ist ja nochmal was anderes. Ja? Ich muss ja irgendwie ja mir auch einen Kopf drum machen, wo ich da bin. Aber ich wollte auch nochmal sagen, solche Situationen haben wir im Präventionsbereich ja überall. Also es gibt, wie viele Schulen haben wir, wo tausende Schüler sind oder weit über 1000 oder sowas. Da gibt es dann eine Schulsozialarbeit. Ja? Die ist dann zwar hauptamtlich da, aber ja, also man muss es. Und das aber wieder sagt ja irgendwie, wie weit man das runterbrechen kann. Aber ich wollte noch eine weitere, also oder wie wenig man da wirklich machen kann. Ja? Es geht wirklich darum, diese Stelle erstmal auszufüllen, ansprechbar zu sein und ein bisschen fertig, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und dann müssen wir sehen, was sich entwickeln lässt. Wenn man mehr Ressourcen hat, umso geiler. Und ich war in der Mittagspause nochmal aufmerksam gemacht worden, auch von Max.
Also es ist eine gute Idee, dass man zwei Leute zertifiziert, ne? Weil was macht man eigentlich, wenn die Person keine Lust mehr hat oder mal gar nicht mehr zur Verfügung steht? Also darüber müssen wir uns auch Gedanken machen, dass wenn es möglich ist, bildet zwei Leute aus. So, lasst es zertifizieren. Ja, also es kann, ne, es kann bis zum Minijob, glaube ich, bezahlt sein, ne, aber ehrenamtlich. Da gibt es keine Grenzen für. Im Gesetz steht nicht drin, wie man den Präventionsbeauftragten bezahlen muss. Genau, das stimmt. Genau, das stimmt, aber nichtsdestotrotz musst du dann überlegen, wie das alles in deine Kalkulation mit reingeht, ne? Und die CSCs, natürlich, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben sowieso schon so viel finanzielle Belastung. Dann müsste man schon eine Regelung treffen, wo es irgendwie eine übergeordnete Stelle gibt, die das für mehrere CSCs macht oder ähnliches. Aber so ist das, kannst du das nicht kostendeckend machen und nachher noch einen einigermaßen günstigen Grammpreis haben. Wie soll denn das funktionieren mit mehreren? Eine Stelle, die für mehrere CSCs zuständig ist, das darf ja, glaube ich, der. Ja, jeder muss schon einen Suchtpräventionsbeauftragten haben, aber wenn du Maßnahmen einleiten möchtest, die jetzt größer sind als das, was von dem Präventionsbeauftragten verlangt wird, dann könntest du zum Beispiel überlegen, dass du wirklich so einen geselligen Social Club aufmachst und von dort aus Prävention betreibst. Und da könntest du dich wahrscheinlich auch bezahlen lassen, aber innerhalb der Anbauvereinigung ist das zu teuer im Endeffekt. Oder du musst halt wirklich diese 500 Mitglieder finden, die halt auch bereit sind, einen Euro, zwei mehr zu zahlen pro Monat dafür, dass das geleistet wird. Ich wollte nur mal klarstellen, für mich ging es darum, nochmal zu sagen, das kann ehrenamtlich sein. Ne? Also es gibt keine Verpflichtung, das zu entlohnen. Ne? Man muss aber benennen. Ja, da ohne das geht es nicht. Ja, also mich würde noch mal interessieren, eure Einschätzung, wie viel Vorerfahrung braucht denn die Person, die diese Suchtbeauftragtenstelle denn übernimmt? Also wenn ich das jetzt ein bisschen rausgehört habe, rein jetzt der Gesetzgeber fordert eigentlich nicht unbedingt eine Fachperson, die schon diverse Vorerfahrungen hat. Wie ist das, wie ist da eure Einschätzung? Ja, deshalb auch mein Heilpraktiker-Vergleich, der natürlich auf mehreren Ebenen vielleicht ein bisschen kontrovers war, aber es ist ja auch so, Heilpraktiker ist so ein klassisches Beispiel, wo man, also es gibt welche, die haben eine Ausbildung, aber man braucht keine und viele haben auch keine und die haben auch davor was ganz anderes gemacht und die Prüfung, die teilweise anspruchsvoll sein kann, nicht immer ist, da geht es wirklich darum abzufragen, dass die Person ernsthafte Erkrankungen erkennen kann und dann zu sagen, hey, du musst zu einem richtigen Arzt, ja, um das mal wirklich nochmal auch klar zu sagen. Und hier sehe ich das ähnlich. Also Leute werden ausgebildet, um zu erkennen, was nicht deren Kompetenz ist, um das dann quasi weiterzugeben, von der gesetzlichen Verpflichtung her. Dass es innerhalb von einem Club natürlich von Vorteil wäre, wenn man jemanden hat, der besonders viel Ahnung hat, das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Und ob man dann vielleicht auch mehr leisten kann und darf, wenn das gesetzlich jetzt nicht begrenzt ist, und man vielleicht das sogar dann extra finanziert. Ja, das ist natürlich ein anderes spannendes Thema, was man gut diskutieren kann. Deswegen sehr guter Beitrag. Also im Prinzip einmal zur Frage, das spielt auch in die Freiwilligkeit mit rein. Gerade wenn man nicht an die Leute wirklich rankommt, wenn es keinen Club vor Ort gibt, gerade dann ist es ja gut, nicht nur freiwillig, sondern wirklich attraktive Angebote auch zu haben als Präventionsbeauftragter, damit die Leute zu einem hinkommen und mit einem quatschen. Vielleicht gar nicht über ihr eigentliches Problem, sondern weil man sich mit Strains gut auskennt oder sonst irgendwie was. Also ich glaube, deswegen ist da wirklich, dass man die Leute erstmal anzieht, glaube ich, ganz wichtig, was die Verankerung angeht. Ansonsten, was ein Kritikpunkt meinerseits durchaus quasi an dem, was auch die BZGA da jetzt vorschreibt, ist und wie die Sache mitunter verstanden wird. Wenn man sich tatsächlich mal das Gesetz selbst anschaut, steht da ja drin, ne, der ist dazu da, ne, der Club hat eine gewisse Aufgabe, dafür wird dieser Beauftragte ernannt und der hat dann sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, was den Jugendschutz, was die Prävention angeht. Und wenn dann irgendwann mal, vielleicht nicht in Berlin, aber in Bayern, die Bayerische Cannabis-Kontrolleinheit einmarschiert und dann sagt, weist mal bitte nach, dass ihr euch an alles gehalten habt und wer trägt hier eigentlich die Verantwortung, das ist eigentlich auch eine Aufgabe, die per Gesetzeswegen bei diesem Präventionsbeauftragten liegt. Und das geht mir tatsächlich ein bisschen unter in der ganzen Diskussion, weil ich weiß nicht, ob sich jeder bewusst ist, welche rechtliche Verantwortung da auf ihn zukommt, weil der hat da eine Garantenfunktion. Das sind teilweise Paragraphen, die eher eine Analogie aus dem Betäubungsmittelgesetz haben und nicht aus der, ne, sonstigen sozialen Arbeit, sondern das sind wirklich, also das wird auch nochmal spannend sein, wie das in der Realität sich abbilden wird.
Stichwort. Also Stichwort auch Dokumentation ist ganz wichtig. Also notiert ihr schon mal Interventionsgespräch mit Max Plenert, 29.06. Ja, volle Zustimmung. Also schlampen darf man nicht. Okay, das war auch eine wichtige Aussage. Haben wir noch Fragen auch dazu? Vielleicht auch direkt? Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Und zwar geht es ja auch darum, dass wir ja gar nicht zulassen, dass dort konsumiert wird bei den CSCs. Und ich frage mich, wie kriegt man das denn überhaupt hin, dass man es entstigmatisiert, dass Menschen sich überhaupt Unterstützung holen oder in diese Gespräche auch gehen? Ihr meintet ja auch die Freiwilligkeit, das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Ohne würde es ja auch eigentlich nur ein Ja-Ja, so wie bei der MPU, da haben wir ja schon öfters schon gehört, das ist eigentlich nur eine Schauspielerei. Das sollte ja hier in dem Fall aber nicht sein, weil das ja auch ernst genommen werden sollte. Gerade die Präventionsbeauftragten haben ja auch eine gewisse Verantwortung, die Existenzen ja auch schützen könnten. Wie würdet ihr sagen, kann man die Entstigmatisierung voranleiten? Ein Riesenfass machst du da auf. Also Stigmasensibilität ist ein Riesenthema und da bin ich sehr froh drum. Also es gibt tolle Initiativen, auch mal Bremer Choice zum Beispiel, ja, die das wirklich ganz hochhängen. Es tut sich auch vieles, es wird viel diskutiert, tut sich genug? Überhaupt nicht. Ich glaube, es ist auch, also wäre mir nochmal wichtig zu sagen, auch das wird auch ein Thema bleiben. So, das ist ein gigantisches gesellschaftliches Thema und deshalb wird es auch ein Thema bleiben. Und nur weil, sagen wir mal, jetzt das Kiffen im Anbauvereinigung oder in Social Clubs legal ist, wird nicht das Stigma weg sein, sozusagen. Nicht nach außen, aber auch innerhalb der Community. Also das sehen wir beim Alkohol auch, ne? Da dauert es besonders lange, bis Leute sich nach außen Hilfe holen, so, weil alle um mich rum kiffen, alle kommen irgendwie klar, ja, aber ich, ja, habe die Kontrolle nicht. Ich kiff zu Hause, es geht mir trotzdem dreckig und so weiter und es ist ganz schwer dann, ja, für Menschen, ne, wenn sie erstmal, ja, das so verinnerlicht haben, ja, ich habe ein Problem, aber es fällt mir trotzdem schwer damit oder ich finde keine Hilfe, dann kann sich das immer doller verstärken, so. Und ja, da haben wir natürlich viel zu wenig Ansätze jetzt und Tolles und so weiter. Und das ist dann auch abhängig davon, welche Erfahrungen mache ich, wenn ich mich dann mal öffne. Und trotzdem ist es ja jetzt gerade eine Riesenchance, so, weil jetzt haben wir wieder so einen kleinen Neuaufschlag. Da sind dann Leute wie Dina, die einfach ein völlig anderes Grundverständnis haben. Das ist eine ganz andere, viel weniger geringere Schwelle, als wenn ich mir jetzt überlegen muss, oh, ich gehe dann da irgendwie so eine Suchtberatung, keine Ahnung, was dann da ist, dann kriege ich voll die Gardinenpredigt, dann wird mir da runtergebetet, wie scheiße ich bin und so weiter. Sondern da gibt es jetzt eben diese Chance. So, ist die genügend? Nee, überhaupt nicht. Ist viel zu wenig Zeit, weiß ich nicht. Ja, wie soll das alles? Das müssen wir jetzt gucken. So, ich würde mir wünschen, dass wir das dann wirklich die Chancen nutzen, die da drin sind. Es kommt auch ganz viel an, dann, ja, dann komme ich dann wieder zurück auf das, wie. Deshalb ist mir auch so wichtig, was in diesen wenigen Stunden dann da abläuft, dass es da auch Austausch gibt darüber, wie kann dann so Gespräche laufen. Ich bin nicht der Kontrolletti, ich rede den Leuten nicht ins Gewissen. Ich mache ihnen aber Angebote so. Oder wie Max hier, fand ich jetzt eine gute Idee, dass man irgendwie sagt, Mensch, hier ein Donnerstag, ja, ist irgendwie Socializing bei uns. Wir können nicht kiffen, scheiße. Aber wir sind da irgendwie für euch. Und in diese Richtung, ja, muss es, glaube ich, gehen. Das ist das, was wir zumindest in dem Rahmen erstmal machen können. Spannend. Und vielleicht, bitte. Was auch noch unheimlich wertvoll und hilfreich wäre an alle zukünftigen Suchtpräventionsbeauftragten, ist halt der Vergleich mit anderen alltäglichen Konsumgütern. Um einfach Cannabis irgendwann mal genau das Standing zu geben, was irgendwie auf Fakten basiert ist, was es halt auch eigentlich verdient hat. Und da geht es auch darum, darüber zu reden, ne? Wie viel rauchst du denn am Tag, wie sieht es denn mit Koffein aus, und es auch einfach mal ein bisschen miteinander abzugleichen. Viele werden erschrocken sein, wie viel gefährlicher Alkohol ist, sowas ist einfach nicht bekannt, da muss noch super viel aufgeklärt werden. Also gerade bei dem Prozess Entstigmatisierung geht es ja um zweierlei. Es geht ja einmal Entstigmatisierung von Drogen, in dem Kontext natürlich hauptsächlich Cannabis, aber es geht ja auch um Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen.
Also mein Beispiel mit der Erdnuss. Ja, es gibt da vulnerable Gruppen, die auf eine Erdnuss ziemlich übel reagieren. Und dazu muss man auch mal stehen, egal wie viele Leute um einen herum Snickers essen. Und deshalb sollte man vielleicht auch gerade bei Leuten, ich sag mal, die wirklich sehr viel auch in der Cannabiskultur drin ist, denen würde man was wegnehmen, wenn man denen empfiehlt, den Konsum so gut wie einzustellen. Und dass man vielleicht auch mal wirklich mit niedrigschwelligen Vergleichen anfängt, wie Leute, die ihren Zuckerkonsum reduzieren, Leute, die Screentime reduzieren, dass man einfach mal einfache Beispiele nimmt und nicht so, aber trotzdem halt akzeptierend und einfach mal, hey, findest du das viel oder wenig? Glaubst du, dir geht es besser, wenn du es ein bisschen mehr oder weniger tust und so? Und deshalb, also vielleicht wirklich über solche praktischen Beispiele, wo wir ja wahrscheinlich alle ein bisschen mehr, oder wie viele Stunden Sport machst du in der Woche? Also bei mir auf jeden Fall nicht genug. Dass man halt über solche Ansätze halt Leute anspricht und dann mal schauen, wo halt die Potenziale sind. Davor hattest du eben ein schönes Wort. Das Empowerment. Und die Leute quasi dann, von sich, denen einfach zu helfen, das zu machen, was sie eigentlich sowieso machen wollen. Einen hätte ich in der Sache noch, weil ich ja auch mal Brain My Choice erwähnt hatte. Also, aber auch, da sehe ich auch einen schönen Ansatzpunkt. Nochmal, wenn Leute andere Substanzen irgendwie so oder andere SubstanzgebraucherInnen so abwerten und so, ja. Irgendwie, also du hast, ne, ich würde dir voll fest zustimmen, so, ne, aber es gibt ja auch so diese andere Ausprägung, ja, dass man immer schön die anderen abwertet, ja, oh, scheiß synthetische Drogen und hier die Junkies da draußen und was weiß ich, ja. Ist auch nochmal so ein Ansatzpunkt, ja, um einfach auch zu gucken, so, ne, irgendwie, okay, wo kommen da so Bilder her, ne, irgendwie, hast du sowas selber mal erlebt, irgendwie, okay, ich komme jetzt ein bisschen ins Therapeutisieren rein, ne, so, aber, vielleicht sind das ja auch Möglichkeiten, so, ne, und da wollen wir auch gesamtgesellschaftlich hin, ja, das ist irgendwie, dass wir mehr die Menschen sehen und nicht, was sie tun oder womit sie Spaß haben. Allumfänglich schauen und blicken und nicht nur an einzelnen Stellen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, wir haben noch Zeit für ein, zwei letzte Fragen. Da hinten ist noch einer. Ich komme mal vorbei. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, was ihr sonst stellen wollt. Ja, ich wollte mich einfach bedanken für diesen tollen Einblick in dieses so wichtige Thema und in das Thema, in das man leider noch viel zu wenig Informationen eigentlich öffentlich zugänglich hat, niederschwellig zugänglich hat. Insofern vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank, dass ihr hier seid, euch die Zeit nehmt. Das war's. Danke auch an deine Arbeit, Clemens. Okay, gibt es noch Fragen? Ja, okay. Sehr gut. Kurze Toxikologie-Frage. Und zwar, wenn man so Tinktur macht aus Cannabis. Tinktur raucht? Nein, also wenn man macht. Mit Alkohol eine Tinktur herstellt, so. Ist die Menge an Alkohol, wenn man das täglich annehmen würde, wäre das relevant? Hängt von der Anzahl von Tropfen ab. Also das Trägermaterial ist ja trotzdem, also wahrscheinlich, je nachdem, was man da halt nimmt, wenn man es selber macht, wahrscheinlich so 40% Alkohol. Das muss man halt schauen. Also in dem Moment, wo man es quasi mit Löffeln oder sogar Esslöffeln dosiert, ja, dann nimmt man signifikante Mengen Alkohol auf. Jetzt nicht, dass man voll betrunken wird, aber es trägt auf jeden Fall zum Erkrankungsrisiko und so weiter bei. Wenn es in Tropfen ist, eigentlich nicht. Und da habe ich auch immer so ein bisschen diese krasse Trennung, so ein bisschen auch kritisiert, weil Cannabis-Tinktur, weil Alkohol halt auch schön diese lipophilen Wirkstoffe löst, ist eigentlich eine relativ traditionelle Darreichungsform. Aber es gibt heutzutage Techniken, oder vor allen Dingen auch Extrakte auf Ölbasis, die man oral einnehmen kann, ohne Alkohol. Die würde ich trotzdem grundsätzlich einfach eher empfehlen. Also, aber wieder, es hängt eng von der Menge ab, aber das kann man nicht selber mal ausrechnen. Also ein Tropfen, ich weiß jetzt nicht komplett auswendig, aber wiegt ja so um die 50 Milligramm. Und einfach, man kann ja auch mehrere Tropfen mal auf einer Feinwaage mal abwiegen und dann einfach mal schauen, wie viel ist denn meine tägliche Dosierung. Und dann kann man ja überlegen, das ist ja dann trotzdem ein 40-prozentiger Alkohol beispielsweise. Dann kann man halt überlegen, wie viel ist das dann am Tag? Ist es halt ein Kornglas, also so ein kleines Schnapsglas Korn quasi über den ganzen Tag? Oder sind es doch drei, vier?
Also das kann man sich selber eigentlich ganz gut errechnen. Okay, gibt es noch eine letzte Frage? Genau, ja, vielen Dank an euch und an Dina vielleicht speziell. Ich weiß nicht, ob es jetzt überhaupt der richtige Rahmen ist, aber mit den Social-Media-Kanälen, wie würdet ihr denn empfehlen, da umzugehen in den CSCs? Weil ich denke, viele haben sich da jetzt schon einen oder mehrere angeschafft und jetzt gerade zum 1.7. ändert sich da ja einiges. Habt ihr da eine Empfehlung? Na, wie man mit denen umgeht. Also wir vom CSC Berlin, wir machen das eigentlich so, dass wir gerade zum Beispiel Sätze posten, die was mit Konsumkompetenz zu tun haben und die quasi einfach die richtige Haltung vermitteln. Man darf auch gerne zum Beispiel warnen vor so emotional identitätsbezogenen Werbungen für Jugendliche, die dann irgendwie... weiß ich nicht, ein hübsches, breites, also bekifftes, kleines Kekschen dann da drauf haben oder ähnliches. Also einfach vor den Risiken, von der Suchtprävention aus vor den Risiken waren. Das würde ich über Social Media auch auf jeden Fall machen. Und ja, du weißt ja, wir haben ein Werbeverbot. Also ich weiß jetzt nicht, worauf genau du hinaus willst, aber genau dafür werben, dass es bei euch irgendwie... Naja, weiß ich nicht. Dürfte man sagen, bei uns gibt es eine ganz tolle Suchtprävention? Also es gibt halt einen Aspekt und das ist halt, dass im Gesetz meines Wissens drinsteht, dass die Clubs ausschließlich dem Zwecke des Eigenanbaus sind. Und dann ist halt die Frage, darf man überhaupt Prävention machen? Ich denke, dadurch, dass es einen Präventionsbeauftragten geben muss, ja. Aber alle anderen Aktivitäten, gerade wenn sie als Werbung ausgelegt werden können oder auch Aktivismus. Also das ist wirklich mir nicht mehr klar. Also vor dem 1.4. war es, konnte jeder CSC oder CC oder wie auch immer auch Aktivismus betreiben. Das ist mir jetzt nicht mehr so ganz klar wegen diesem einen Satz. Und beim CSC Darmstadt haben wir unter anderem deshalb auch jetzt unsere Satzung neu geschrieben. Aber es ist halt, als Rechtslaie kann ich das trotzdem jetzt nicht beantworten, aber das ist auf jeden Fall ein Aspekt, die man halt im Hinterkopf behaben soll. Aber ich glaube, so Safer-Use-Aussagen würden vor keinem Gericht als Werbung durchgehen, oder? Aber als Aufklärung, als Falschaufklärung. Das ist die Frage, ja. Wenn das euer Haupt- oder wenn das ein wichtiger Augenmerk von euch ist und der eigentlich nichts mit Anbau und Versorgung zu tun hat oder nichts mit dem direkten Schutz von euren Mitgliedern, in dem Moment, wo ihr es ja öffentlich macht, kann man es auch als ein bisschen Promotion betrachten. Und deswegen, also ich stelle eher Fragen, als dass ich hier eine Antwort gebe. Also. Nee, du hast schon recht, böse öffentliche Aufklärung, das ist schon ein Strafbestand wahrscheinlich. Philipp, lenk mal ab davon, dass wir keine Ahnung haben. Ich bin auch rechtlich jetzt nicht viel versierter wie ihr. Mir ist nur auch neulich zu Ohren gekommen, dass es eben ein Problem darstellt, wenn man auf der einen Seite Werbung für den Club macht, indem man Informationen bereitstellt. Das ist zwar eine gute aufklärende Maßnahme, Problem ist halt, dadurch wird man quasi, wenn man in irgendeiner Form online sagt, unser Club bietet Cannabis an, promotet man quasi, hey, bei uns könnt ihr Gras erwerben, jetzt ganz, ich sage jetzt mal alltäglich ausgesprochen. Und von daher, so, es ist zwar surreal, aber aktuell ist es so unklar definiert, ich kann ja jetzt auch keine endgültige Aussage treffen, aber die CSCs, die aktuell einen Account haben, die brauchen sich, denke ich, jetzt keine großen Sorgen machen. Das Problem ist halt in der Situation, wenn man sagt, bei uns könnt ihr Cannabis erwerben, da wird es schon sehr, sehr kritisch. Bei aufklärenden Maßnahmen wird, denke ich, niemand sagen, hey, das dürft ihr aber nicht über den CSC-Account posten. Das ist ja eigentlich eine fördernde Maßnahme. Aber ich würde da grundsätzlich bei Social Media Posts, wenn es irgendwie, hey, wir bei uns könnt ihr ein Smoke-In machen oder Cannabis erwerben oder ähnliches, da sollte man sich sehr, sehr zurückhalten, weil da kann man wirklich auch angemahnt werden. Okay, ich glaube, wir sind jetzt auch schon zum Ende gekommen. Die Zeit ist so schnell vorbeigekommen. Vielen Dank erstmal auch an eure Teilnahme, dass ihr dabei wart, dass ihr auch zugehört habt, dass ihr engagiert auch Interesse überhaupt daran habt, dass wir uns weiterentwickeln als Gesellschaft und wie Dina auch gesagt hat, dass wir Gemeinsamkeiten auch, Gemeinschaften auch schaffen, auch durch den DHV, ein Hochlauf. Und ich möchte mich auch gerne bei euch nochmal bedanken für euer Engagement, für eure aufklärende und wissenschaftlich fundierte, zukunftsträchtige und gerechtere Gesellschaft, die wir auch vor allem benötigen, gerade jetzt, wo wir
direkt in die Entkriminalisierung gegangen sind, eben ohne diese Präventionsmaßnahmen schon vorher einzuleiten und die Entstigmatisierung, weshalb sehr, sehr viele offene Fragen noch stehen. Es wird, glaube ich, auch alles noch ein kleines Experiment. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir engagierte Menschen auch haben, wo wir auch, falls ihr eben auch Fragen habt, euch auch weiterhin informieren könnt. Ihr habt auch alle euch ja auch vorgestellt, wo ihr auch weiter zu finden seid. Und genau, seid weiterhin auf jeden Fall dabei. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht dem sagen, okay, wir sind schon am Ziel angekommen, weil die Legalisierung sollte ja unser Ziel sein. Aufklärung, genau. Ich bedanke mich bei unseren SpeakerInnen und ich hoffe, ihr seid auch noch bei unserem heutigen Abend auch dabei bei der Session. Also im besten Fall sind sie dann auch offen auf breit für Gespräche, dass wir auch die Zeit haben. Ich meine, dass ihr auch schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann können wir auf jeden Fall auch nochmal weiter im Gespräch bleiben. Und genau, vielen, vielen Dank nochmal. Und noch einen großen Applaus für die Moderatorin.